Hallo. In diesem Video möchte ich ganz kurz, sehr, sehr kurz, heute einen kleinen Plural erklären. Wörter und diese Wörter, da haben wir es schon, haben einen kleinen minimalen Unterschied. Es ist nicht genau das Gleiche, ja? Wörter ist, wenn wir in einem Text viele Wörter haben. Sagen wir, ich kaufe Brot. Hier habe ich drei Wörter. Ja, drei Wörter, weil es hier ich kaufe Brot heißt. Ja. Wenn es aber bei Worte ist, dann geht es um den Sinn. Ich habe ein Buch oder Bücher. Da habe ich ein Plural. Ja. Worte wird auch verwendet, wenn es literarisch ist. Und dann ist es schon auch ein gutes Deutsch, ne? Ein gutes Hochdeutsch. Der Plural im Deutschen, dazu mache ich, wenn ich Zeit habe, ein längeres Video. Und das ist ein bisschen komplex, das muss man auswendig lernen. Ihr wisst, Plural, da gibt es wenig Regeln. Das muss man einfach auswendig lernen. Ob das jetzt Fremdwort ist oder nicht, mit auf den Weg geben kann ich euch, wenn es auf chen oder lein endet zum Beispiel, dann hat es keine Pluralendung. Ja? Also chen und lein bleiben am Ende so, wie es ist. Soweit, so gut. Vielen Dank für eure Zeit. Like das Video, teilt es auch gerne und bis bald. Tschüss.